Hallo, Wespenfreunde. Lange nicht gesehen und die Minimalismusreihe sollte ja fortgesetzt werden. Und der nächste Teil wäre mein Kleiderschrank gewesen. Und jetzt mal ein bisschen runtergedreht. Hier sind jetzt komplett, sagen wir mal, neue Sachen drin, denn ich habe mich mal mit neuen Pullis eingedeckt. Ich hatte keine dicken Winterpullis mehr und habe mir jetzt, ich glaube, wie viel waren das? 1, 2, 3, 2 Cardigans dazu. Die sind jetzt hier drin. Chris hat auch seine neuen Pullis bekommen und hat eben auch seine T-Shirts mal aufgeräumt. Seine T-Shirts waren nämlich ungefähr hier komplett vollgelegt und hier haben wir jetzt Pullis und hier haben wir T-Shirts. Das heißt, hier haben wir auch schon ein bisschen ausgemistet. Aber ich wollte jetzt mit euch ein bisschen ausmisten. Es wird eventuell eine Timelapse geben. Ich halte euch die Sachen aber auch nochmal in die Kamera, die ich nicht behalte. Was ich damit mache, also entweder gebe ich es an Freunde weiter oder es wird gespendet. Alles andere, was so ein bisschen sehr durch ist, was es eigentlich bei mir nicht mehr gibt, wird als Putzlappen verwendet oder für Loki zum Spielen. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Let the timelapse begin. Das war die erste Hälfte. 6 Bügel konnte ich wieder für mich gewinnen. Ich habe bei einigen, habt ihr gesehen, habe ich so ein bisschen so gemacht. Da weiß ich noch nicht, ob ich die im Kleiderschrank behalte oder nicht. Den gebe ich noch ein bisschen Zeit. Aber alles andere, was jetzt auf dem Boden liegt, das wird gesagt, wie gesagt, gespendet. Wir haben hier aber noch einen Abteil und da werde ich gleich auch nochmal mit euch rangehen. Ich lasse die Bügel hier erstmal liegen und wir machen jetzt gleich weiter. Wundert euch nicht, wir haben das hier hochgebunden, weil Loki gerne an den Teilen frisst. Die muss ich nochmal abnähen, aber wir müssen jetzt auch nochmal zu der Seite kommen. Eigentlich habe ich auch immer noch eine Kommode und ein Schuhregal, wo aber nicht mehr so wirklich viel drin ist. Also ja, mal gucken, ob Chris mir gleich mal hilft beim Filmen. Ich muss dazu sagen, dass natürlich die Seite hier, seht ihr immer, das sind Chris Sachen. Auf dieser Seite, das heißt, die Tür hier ist zu, das sind Chris' Sachen. Auch hier ist es so, dass Chris' Sachen wieder dazwischen hängen. Seine sind diesmal links, warum auch immer. Ja, aber ich muss langsam mal diese Seite hier aussortieren. Und einige Sachen werden schwierig werden für mich. Aber ich mache mal die Timelapse wieder für euch an und halte euch die Sachen in die Kamera, dass ihr dann gucken könnt, was ich aussortiere. Ich sehe gerade, der Großteil... Hier wurde das Chris-Zeug, aber ja, Timelapse an. Aussortiert. Ihr habt gesehen, eine Sache ist nur irgendwie auf dem Boden gelandet, alle anderen habe ich irgendwie aufs Bett geschmissen. Bei den Sachen ist es so, dass die noch sehr gut sind und ich noch nicht weiß, ob ich sie wegtun will. Zwei davon habe ich geschenkt bekommen, die zwei Lederjacken, die ihr gesehen habt. Die mag ich nicht, die mag ich noch nicht weggeben. Ich habe unterm Bett so Kisten, da werde ich die erstmal verstauen. Und schreibe mir in mein Bullet Journal rein, wann ich nochmal danach sehe. Die eine Mangojacke, diese pelzige braune, also diese dunkelbraune, von der mag ich mich noch nicht trennen, weil die immer noch eine sehr, sehr gute Übergangsjacke für mich war. Genauso wie die andere hell, also diese beige. Und bei der Military-Jacke, die habe ich schon so lange und eigentlich müsste die weg. Eigentlich müsste die weg.
noch behalte ich sie. Glaube ich. Ja, soweit ist meins ausgeleert. Mein Teil, ich habe hier nur 3 Blazer, was eigentlich auch schon zu viel ist, aber der eine wurde mir gerade geschenkt. Ich muss mal überlegen, ob ich den anderen irgendwann wegtue vom Schnitt her, aber mal schauen. Eine Bluse, ich besitze genau eine weiße Bluse, mehr brauche ich nicht, weil ich nicht viel in Blusen rumsitze. Und hier oben habe ich einen langen schwarzen Mantel für Anlässe, wo man etwas geschniegelter aussehen muss. Eine, auch eine Übergangsjacke. Leute, es läuft darauf hinaus, dass das da wegkommt. Die kommt aus Stockholm und die liebe ich. Eine neue Lederjacke, die ich mir selber gekauft hatte und wieder eine grünliche Lederjacke, die mir geschenkt wurde. Ich habe 3 Lederjacken geschenkt bekommen und eine davon gefällt mir. Das heißt, ich habe jetzt eine schlicht schwarze und eine so grünlich-graue. Ich weiß es noch nicht, ich weiß es noch nicht. Ich habe da drüben noch ein Schuhregal, ich schwenke euch gleich mal rüber. Lasst euch nicht irritieren, da ist noch ein bisschen Chaos. Wir sind nämlich gerade eben am Aufräumen, aber ich schwenke euch mal rüber. Das, was da oben steht, ist auch nur unser Schuhwerk und mehr habe ich nicht. Ich habe nur noch einmal Timberland Boots unten für den wirklich, wirklich dicken Winter. Und den Rest sortiere ich jetzt mit euch mal aus. Timelapse on! Das ging jetzt recht schnell. Ich meine, ich habe jetzt nur noch 1, 2, 3, 4 Paar Schuhe. Eins fürs Rausgehen das sind so gummistiefelartige Dinger, wenn ich mit Loki rausgehe. Und die anderen, ein paar habe ich weggeschmissen. Eins werde ich definitiv verkaufen, wurde mir auch geschenkt. Und die anderen werde ich unten wieder reintun. Und ich habe jetzt beschlossen, dass ich die Military-Jacke und zumindest einen der Jacken auch unten mit, ja, wegschmeißen, also ins Weggeben packe. Der Rest kommt unters Bett erstmal. Und ja, das war es erstmal so von meinem Kleiderschrank-Layout. Ist ein bisschen improvisiert, aber ich wollte euch einfach ein Video machen. Ich wollte euch ein bisschen inspirieren, dass wenn ihr jetzt eure komplette Wintergarderobe neu kauft oder dieses typische Sale, bla, hier, kauft euch jetzt Pullis, die neue Kollektion ist da. Dass wenn ihr euch ein neues Teil holt, ihr ein altes Teil wegschmeißt. Das ist schon mal der erste Anfang, den man machen kann. So mache ich das momentan. Und ich habe schon für diese Pullis, die ich neu gekauft habe, Sachen weggeschmissen. Von daher besitze ich einfach immer noch viel. Ich nähere mich langsam der Capsule Wardrobe und versuche immer mehr so mich an die Zahl 40, 30, 35 anzunähern, dass ich nur noch so viele Teile für jede Winter- und Sommergarderobe habe und so ein paar Mix-Match-Teile, die ich einfach überwerfen kann. Komme ich, glaube ich, noch nicht dran. Ich müsste mal durchzählen, wie viel ich jetzt genau habe. 35 sind es, glaube ich, noch nicht ganz. 40 sind es, glaube ich, auch noch nicht ganz. Es sind auf jeden Fall in meinem Bullet Journal immer verschiedene Daten vermerkt, wann ich nochmal die ganzen Sachen durchgehe, wann ich die Sachen im Kleiderschrank durchgehe, wann ich die Sachen unterm Bett durchgehe. Und diese Teile, die ich jetzt unters Bett packe, haben jetzt 1 bis 2 Monate Zeit, da zu verrotten. Und dann werde ich sie aussortieren oder wieder in den Kleiderschrank hängen, je nachdem, ob ich sie vermisst habe oder nicht. Denn es geht mir ganz stark darum, dass die Kleider, die ich im Kleiderschrank habe, dass ich die auch wirklich anziehen möchte. Deswegen haben diese einen Teile, die ich hier noch reingehängt habe, noch eine klitzekleine Schonfrist von 1 Monat. Und es gibt Leute, die deutlich mehr besitzen. Also, bevor ihr unten reinschreibt, hey, du besitzt ja ganz schön viel, nenn dich bloß nicht Minimalistin oder rede weniger, das gehört auch zum Minimalismus. Leute, ich bin auf dem Weg dahin, ich decluttere hier, ich möchte nicht so viel besitzen. Minimalismus übertrage ich erstmal nur auf diese Lebensbereiche. Alles andere zur Minimalismus, Reise, Reihe, wie auch immer, wird in Zukunft folgen. Das war's von mir. Ich sehe euch im nächsten Video wieder und ihr seht mich im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch zumindest ein bisschen gefallen. Bis dahin.